Hallo und willkommen zurück zu Drakensang. Wir müssen jetzt zum Bürgermeister zurück und ihm das Diebesgut wiedergeben, damit wir dann auch seine Unterstützung bekommen und dann fehlt eigentlich nur noch einer aus dem Rat. Danach können wir dann hoffentlich die Goblins und den, was hatten sie bei sich, ein Ork oder ein Ogre, bekämpfen. So, aus dem Weg. Dringende. Ich wollte sagen, dringende Geschäfte müssen hier erledigt werden. Ja, heute wieder große Redekunst. Moins. Diesmal mache ich nicht den Fehler. Ich laufe hier durch. Ah, da seid ihr ja wieder. Gibt es etwas Neues? Ich habe eure Aufgabe erfüllt. Tatsächlich, das sind die gestohlenen Miniaturen. Das habt ihr sehr gut gemacht. Watro von Eichenschlag wird gewiss erleichtert sein. Also gut, von mir aus nehmt die Stadtwache und räuchert diese lästigen Haufen Plünderer aus. Und damit war es das auch schon. Lebt wohl und wir kümmern uns um den letzten im Munde. Eben nicht im Munde, sondern im Bunde. Ich muss heute echt irgendwie auf meine Aussprache achten. Das ist ja echt schlimm. Meine Güte. Der Obergeweihte. Mal sehen, was der von uns möchte. Moment, bevor ich da hingehe. Ich möchte mal ein paar Sachen verkaufen, weil ich gesehen habe, dass mein Inventar schon wieder hier gibt es die voll ist. besten Waffen der Gatten. Das Florett brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Mit was kämpfe ich eigentlich gerade? Toll, ich weiß nicht mal, welche Waffe ich benutze. Ganz klasse. Ah, da, den Magier-Rapier, den habe ich. Alles klar. Gut. Ich dachte irgendwie, die ausgerüsteten Sachen ständen oben. Deswegen habe ich die eben die ganze Zeit oben gesucht. Dann verkaufe ich das andere mal. Folgt mir. Haben wir hier noch was? Jawohl. Meine Ehre. Ein Schwert, ein Wort. Ich hoffe, ich habe ihm jetzt nicht das Falsche verkauft. Ich kann nicht. So, und jetzt können wir weitergehen. Ach ja, genau, in dem Tempel waren wir ganz am Anfang mal drin. Ach, ihr seid es wieder. Wie kann der Pereine Geweihte euch zu Diensten sein? Ihr gehört doch zum Stadtrat, nicht wahr? Ihr müsst dem Hauptmann unbedingt erlauben, das Ogerlager anzugreifen. So, und warum sollte ich dem zustimmen? In Talon gibt es für die Wache viel zu tun und die Goblins sind keine unmittelbare Bedrohung für sie, für die Stadt.
Das ist nicht schlecht. Mag sein, dass die Menschen innerhalb der Stadtmauer nicht direkt bedroht sind. Schade, dass hier niemand einen Gedanken an die Menschen außerhalb der Stadtmauer zu denken scheint. Da habt ihr natürlich recht und es ist gewiss nicht im Sinne der Götter, wenn wir diese Menschen leiden lassen. Aber ich hatte eigentlich gerade vor, die Wache mit einer wichtigen Aufgabe zu betrauen, die für die Sicherheit der Menschen in Talon von größter Wichtigkeit ist. Wenn ihr diese Aufgabe für mich erledigen würdet, hättet ihr mein Einverständnis. Also gut. So wie es aussieht, hat es ein Goblin geschafft, in die Stadt einzudringen und einen Brunnen zu vergiften. Perreine sei Dank hat er sich so ungeschickt angestellt, dass der erste Bürger, der das Wasser geholt hat, es gleich bemerkt hat. Es ist also noch niemand zu Schaden gekommen, aber der Brunnen ist dennoch für die nächste Zeit unbrauchbar. Ich kenne ein Rezept, um das Wasser vom Gift zu befreien, mir fehlt aber eine entscheidende Zutat. Und die Zutat wäre? Es ist ein eher seltenes Kraut und wächst nördlich von hier in der Nähe von einem alten, verwitterten Felsentor, eingelassen in den Berg. Aber die Stadt zu verlassen ist derzeit für einen einfachen Geweihten wie mich allein zu gefährlich. Wenn ihr mir also an meiner Stadt die Zutaten besorgen könntet, würde ich keine Stadtwache mehr als Leibgarde benötigen. Dann könnte ich mit reinem Gewissen den Plan des Hauptmanns zustimmen. Ein altes Felsentor der Bergwand. Wisst ihr, was es damit auf sich hat? Habt ihr den alten Turm oben am Berg gesehen? Er ragte beinahe direkt gegenüber des Tempeleingangs über unserem Städtchen empor. Im Nordwesten von Talon, in einer kleinen Schlucht, befindet sich ein uraltes Tor im Fels. Wenn ihr mich fragt, muss es just hinauf zu diesem Turm führen. Ziemlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass der eigentliche Turm so hoch über Talon thront. Die Stollen und Gänge, die in den Fels gehauen worden sein müssen, um dies zu ermöglichen, lassen eigentlich nur den Schluss zu, dass es sich dabei um ein Bauwerk aus zwergischer Hand handeln muss. Der Eingang soll schon seit Ewigkeiten verschlossen sein und niemand hat bislang herausfinden können, wie man ihn öffnen kann. Aber zurück zu meiner fehlenden Zutat. Werdet ihr für mich danach suchen? So soll es sein. Ich werde von euch die Zutat für euren Gegengift bringen. Ausgezeichnet. Ich zeichne euch den Ort auf der Karte ein. Kommt wieder, wenn ihr die Zutat gefunden habt. Lebt wohl. Okay, dann besorgen wir ihm die Zutat. Ach, Alraune möchte er haben. Hätte auch gleich sagen können. Diese geheimliche Tuerei da. Zutat. Selten zu bekommen. Und ich habe ganz viele Steigerungspunkte. Die werde ich demnächst auch mal verteilen. Aber ich möchte mich erstmal auf den Weg machen und die Alraune suchen. Die ist jetzt bei diesem... in der Nähe von diesem Turm, da wo ich letztens schon mal gesucht hatte, wo es da eigentlich reingeht. Und ich könnte mir denken, dass wir die Alraune nicht so einfach kampflos mitnehmen können. Aber ich weiß nicht mehr, was uns erwartet. Daran kann ich mich nicht erinnern. Auf jeden Fall ist es dann Zeit für den Armatrutz-Zauber. Na klar, Candidus! Ich weiß noch nicht, von was für ein Tor da die Rede ist. Apropos Gegner, Kampf und so. Da sind schon die Goblins.
Und da bin ich wohl das letzte Mal vorbeigelaufen. Nimm das! Wo ist denn der Berserker? Vorrat! Was befehlt? Brecht ihren Widerstand. Einkreisen. Aufgepasst! Bei Anrostbar! Nimm das! Folgt mir! Hey. Kann ich los! Der sieht witzig aus, irgendwie so. Wie der alte Goblin unter den Jungen oder so. Ich glaube, das sind die Bogenschützen, die so nach altem Goblin aussehen. Soll ich schleichen? Nö, eigentlich nicht. Pfeile brauche ich halt gerade eigentlich nicht. Ach, so ein Ding. Nö, das will ich auch nicht haben. Und das auch nicht. Alles klar. Nö. Ich verklicke mich auch dauernd. So, jetzt aber. Da vorne ist die Alraune. Und dann können wir auch schon wieder zurück. Beim letzten Mal bin ich, glaube ich, runtergegangen, oder? War das das, was ich nicht gesehen habe? Irgendwo bin ich vorbeigelaufen, wo es dann zu dem Turm geht. Ah ja, da unten war ich nämlich auf jeden Fall nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt machen sollte. So, dicker Nebel. So, das sind, glaube ich, nur Blätter. Das sah aus wie toter Fisch. Ich speichere mal schnell. Nicht, dass es gerade vielleicht eine doofe Idee war, da reinzugehen. Zwergisches Tor. Ah, okay, das sieht aus, als müsste man da was, so ein Fragment reinstecken, damit das Tor sich öffnet. Das heißt, da können wir auch gar nicht weiter. Und ich kann mich auch gerade mal überhaupt nicht daran erinnern, an diese Queste, die damit zusammenhängt. Ach ja, ist doch schön, dass wir den Weg jetzt so umsonst gemacht haben.
Mal ein bisschen die Perspektive wechseln. Gucken, wo ich so meinen Weg finde. Kameramann muss jetzt rückwärts laufen. Oh, und Kameramann stößt an. Und da sind wir wieder irgendwo gegengelaufen. Okay, das wird ein bisschen schwierig. Ich lasse es sein. Zum Perreine-Tempel. Jetzt lasse ich sie mir von selbst laufen. Autosteuerung. Ach, ihr seid es wieder. Wie kann der Perreine Geweihte euch zu Diensten sein? Dem sein Satz kratzt irgendwie. Ich habe das Kraut. Hervorragend, ganz hervorragend. Und schneller als die Wache mit mir im Schlepptau geschafft hätte. Meine Stimme ist euch gewiss. Dankeschön. Wo geht der jetzt hin? So, damit können wir jetzt endlich zum Hauptmann gehen und mobil machen. Yeah. Es wird auch Zeit. So, ich weiß, was er macht. Er geht wahrscheinlich jetzt zum Brunnen, um den zu entgiften. Ich bin eigentlich versucht zu gucken, ob er da irgendwie echt was macht jetzt und ob man da einen Unterschied dann sieht. Aber ich glaube, dafür läuft er zu langsam, oder? Doch, da ist er. Finde ich aber eigentlich nett, dass es auch man sieht, dass er das auch dann tut, das Gegengift benutzen und so. Nicht, dass er einfach im Tempel stehen bleibt und diese Aufgabe dann als erledigt angenommen wird. Gehört, dass es einer dieser Goblins war. Da hat er eben es wieder weggesteckt. Ich habe gar nicht gesehen, wie es reingeschüttet hat. Wozu haben wir eigentlich eine Stadtwache? Aber jetzt ist der Brunnen wieder sauber. Aber gut gekämpft haben sie schon, als die Goblins angegriffen haben. Ihr seid zurück. Seid ihr nun bereit für den Kampf?
Ja, wegen der Goblin-Überfälle, die Tarnon plagen. Ich habe Neuigkeiten für euch. Ich könnte den Stadtrat umstimmen. Wahrhaftig, das sind in der Tat gute Neuigkeiten. Wir sollten uns schnell wie möglich auf den Weg machen. Ihr werdet die Führung übernehmen. Seid ihr bereit oder wollt ihr euch nochmal ausrüsten, bevor wir aufbrechen? Ach was, wir brechen auf. Da seid ihr ja. Meine Männer haben schon ihre Stellungen eingenommen. Wir werden den nördlichen Zugang blockieren und ihr treibt sie von Süden in unsere Arme. Aber da gibt es noch eine Kleinigkeit, über die ich mit euch sprechen wollte. Hier fehlt die Vertonung. Schade. Ist das alles, was ihr habt auftreiben können? Eine Handvoll Soldaten der Stadtwache sollen ausreichen, um den Oger und seine Gefolgschaft zu erledigen? Dieser Elf hier behauptet, euch zu kennen und will mit uns gegen den Oger ins Feld ziehen. Normalerweise bin ich ja über jede Hilfe dankbar, aber Ausnahmen könnten den... Aber seine Anmaßungen könnten der Kampfmoral meiner Männer schaden. Ach was, Ankur will Vergeltung für den Mord an seiner Sippe üben. Ja, diese Missgeburten werden für ihre Verbrechen zahlen. Hauptmann, bitte verzeihte meine Schroffheit eben. Der Schmerz über meinen Verlust lässt wenig Platz für Höflichkeiten. Ich wollte den Mut eurer Männer nie in Frage stellen. Es wird mir eine Ehre sein, mit der Stadtwache von Talon Seite an Seite zu kämpfen. Entschuldigung angenommen, Ankoron. Lasst uns unsere Kräfte nicht in dummen Streitigkeiten verschwenden. Der wahre Feind wartet dort unten auf uns. Dann wäre alles besprochen. Zum Angriff. Und Earl. Geht nicht ohne mich. Autosave, na danke. Sollen wir nicht irgendwie was von wegen von Süden angreifen und die anderen von Norden oder so? Egal. Ja, aber bevor ich das mache, werde ich das Video mal beenden. Das hat, glaube ich, gerade schon wieder ein bisschen Überlänge. Und dann geht's mit dem Kampf gegen den Goblins und den Oger im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.